Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach mit einem Multimeter eure Lichtmaschine prüfen könnt. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es darum, einmal einen Generator zu prüfen. Wie prüft man einen Generator? Das ist eigentlich relativ einfach. Ein Generator, der produziert ja Spannung und lädt dadurch die Batterie auf während der Fahrt, beziehungsweise wenn der Motor läuft. Und die Batterie wird geladen, indem man ihr mehr Strom hinzufügt, als sie selber halt verbraucht. Die Nennspannung von der Batterie liegt irgendwo bei um die 12 Volt im Normalfall. Die Ladespannung eines Generators normalerweise bei um die 14,6 Volt. Das liegt auch an der Batterie an, solange der Motor läuft. Das heißt, die Batterie wird immer mit etwa 14,6 Volt geladen. Bei manchen Fahrzeugen auch nur mit 14 Volt, das kommt immer drauf an. Jedoch können wir so halt mit dem Multimeter ganz einfach prüfen, ob die Lichtmaschine noch in Ordnung ist, sowie natürlich auch die Batterie prüfen, ob die überhaupt noch vernünftig Saft hat. Batterie werden wir direkt als erstes prüfen, denn das macht man am besten, während der Motor startet, und dann guckt man sich die Spannung an, die abgerufen wird, wenn der Anlasser halt anzieht. Und danach werden wir einmal die Ladespannung messen, um festzustellen, ob der Generator halt noch die volle Leistung bringt. So, hierfür habe ich ein komplett neues Multimeter, und zwar eins von Ragu. Und das hat nämlich dabei ganz viele von diesen Kroko-Klemmen unter anderem. Hier haben wir einmal das Multimeter mit den verschiedenen Funktionen sowie einmal nochmal Kabel und eine Batterie und einen Adapterstecker. Batterie bauen wir jetzt direkt mal ein, bevor wir hier loslegen. So viel will ich gar nicht zu dem Gerät erzählen. Ist halt ein einfaches Multimeter, nichts Besonderes. Das einzig Gute an dem Ding ist, dass wir wirklich noch diese Kroko-Klemmen mit dabei haben. So, Batterie bauen wir im Prinzip hier hinten ein. Dafür müssen wir einmal die Abdeckung natürlich öffnen. So, das Gerät ist schon vorbereitet. Im Prinzip hier die beiden Kabel dran. Einmal auf Volt und einmal auf Com, also für Masse. Und was wir jetzt halt im Prinzip messen wollen, ist einfach nur Gleichstrom. Können das Gerät vorher auch nochmal einem Selbsttest unterziehen, indem wir eine Durchgangsprüfung machen. Durchgangsprüfung ganz einfach, einfach die beiden Kabel aneinander halten. So, wir stellen das Gerät ganz normal auf Gleichstrom, können dann einfach mal hier hinterm Pluspol gehen, öffnen wir mal, gehen auf Plus, gehen hier auf Minus, und dann zeigt er uns an 12,33 Volt. Das heißt, Batteriespannung ist soweit erstmal in Ordnung. Und uns geht es aber jetzt darum, wie die Ladespannung ist. Dafür nehme ich mir jetzt hier so ein paar Kroko-Klemmen, die dabei waren, und klemme die hier einmal mit dran, so dass ich da selber nicht festhalten muss. Kroko-Klemme 1. So, der geht dann auf Masse hier, den lege ich auch mal hier so hin, und der zweite geht dann hier auf Plus, so, und einmal hier dran. So, jetzt zeigt er uns das auch an. Ich muss einmal hier gescheit ausrichten, nicht dass das Ding dann runterfällt. So, wir sehen, haben wir ganz entspannte 12,3 Volt. Die Kamera ein bisschen um. So, jetzt geht es darum, den Motor zu starten und dann zu beobachten, wie sich die Spannung verhält. So, wie wir sehen, wir haben eine Ladespannung von über 14 Volt. Daher ist das so erstmal in Ordnung. Jetzt wollen wir noch einmal prüfen, wie, ob der Regler vernünftig funktioniert. Dafür werden wir einmal den Motor auf etwa 3000 Umdrehungen drehen und gucken, wie sich das dann hier verhält.
So, das war echt gut, muss ich sagen. Also der ist kurz um 0,1 Volt nach oben gestiegen, hat aber dann gut gehalten. Das heißt, der Regler funktioniert einwandfrei, denn je höher die Drehzahl, desto schneller dreht der Generator und desto mehr Spannung würde der theoretisch machen, wird aber durch den Regler halt begrenzt. Dieser regelt dann halt wieder runter und das haben wir jetzt gerade gesehen, wie er einmal kurz hochgegangen ist und dann konstant wirklich auf 14,26 oder so war das, konstant auf dieser Spannung gehalten hat. Ja, das war's bereits mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, den Generator zu prüfen. Da muss man jetzt nicht unbedingt in eine Werkstatt mitfahren, wenn man den Verdacht hat, dass da irgendwas im Argen liegt, sowohl bei der Batterie oder am Generator, kann man das halt so prüfen. Was ich gerade vergessen habe zu sagen, ist, als wir den Motor gestartet haben, ist die Spannung am Multimeter runtergegangen. Das ist so erstmal richtig. Und da müsst ihr darauf achten, dass die Spannung nicht unter 9 Volt sinkt. Sinkt die Spannung unter 9 Volt, ist die Batterie hin. Dann muss die auf jeden Fall ausgetauscht werden, weil die kann an jedem Moment im Prinzip den Geist aufgeben. Also bis etwas über 9 Volt ist vollkommen normal, weil der Anlass halt extrem viel Saft zieht. Und ja, aber wie gesagt, unter 9 wäre defekt. Alles über 9 Volt ist vollkommen in Ordnung während der Startphase. Ja, nochmal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den Link zu dem Multimeter, falls ihr sowas braucht, kriegt ihr in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.